Hallo ihr Lieben, ihr habt es gesehen, wir machen einen Low-Carb russischen Zupfkuchen. Und zwar hier habe ich jetzt erstmal die Zutaten für den Boden und für die Streusel. Und dann habe ich hier eine Backform, die hat so 18, 19 cm. Also ist eine quadratische Form. Ich kann es nicht so genau sagen, weil die unten etwas schmaler ist wie an der Seite oben. Aber so 18, 19 cm. Und die habe ich jetzt schon mal mit Backpapier ausgelegt, hier an den Seiten auch, einfach damit es halt nicht so dran klebt. Das ist eigentlich auch ganz, also hält auch total gut, wenn ihr einfach Öl zwischen das Backpapier und die Form gibt, dann pappt es da schön dran. Und ja, ich würde sagen, jetzt fangen wir mal an mit den Zutaten. Und zwar für diese Form benötigen wir ein Ei, dann 50 Gramm Zucker, also Erythrit. Dann 100 Gramm gemahlene Mandeln, 10 Gramm Backkakao, 25 Gramm Butter und ein Teelöffel Backpulver. Und das war's. Und zwar, jetzt habe ich hier den Zucker, Ei und die Butter schon mal in die Schüssel gegeben. Und das tue ich jetzt erstmal schaumig rühren. Ach, schon wieder das mit dem Stecker. Ich habe den doch eben rein. Ja, okay, man sollte ihn auch richtig reintun, aber jetzt. Und wenn wir das haben, können wir die trockenen Sachen dazugeben. Es kann übrigens sein, dass es manchmal ein paar Nebengeräusche gibt. Aber das Wetter ist gerade so angenehm, nicht so schwüle Luft, dass ich das Fenster aufhabe. So, dann also den Backkakao noch, Backpulver und die gemahlenen Mandeln. Und das Ganze tun wir jetzt wieder verrühren. So, ich habe mir das Ganze jetzt mal umgefüllt, einfach damit ich einen besseren Überblick habe, weil ein Drittel müssen wir ja übrig lassen für die Streusel. Damit ich das halt besser erkenne, habe ich mir das einfach mal umgefüllt. So, jetzt haben wir hier einmal den Boden. Dann gebe ich jetzt den Rest hier einfach von den Streuseln noch in den Kühlschrank. Beziehungsweise, ich glaube, ich packe es ein und gebe es so lange ins Gefrierfach. Also packe es ein in Frischhaltefolie. Und damit es ein bisschen fester wird. Und dann kümmern wir uns einfach um die Quarkmasse. So, jetzt geht es weiter mit unserer Füllung. Und zwar für die Füllung brauchen wir 500 Gramm Quark. Dann 65 Gramm wieder Zucker, also Erythrit. Dann ein halbes Päckchen Puddingpulver. Ich habe jetzt hier mit Sahnegeschmack, gebe aber ein bisschen Flavor Drops Vanille dazu. Ihr könnt aber auch Pudding mit Vanillegeschmack nehmen. Dann ein ganz kleines bisschen Kurkuma. Ich glaube, also bin mir ziemlich sicher, dass das nur für die Farbe ist. Dann zwei Eier und 25 Gramm Butter. Und das war's. Jetzt haben wir wieder das gleiche Spiel wie vorhin. Und zwar wieder die Eier, Butter und Zucker habe ich hier schon in die Schüssel gegeben. Das tun wir jetzt wieder schaumig rühren. Und den Ofen habe ich jetzt auch schon mal auf 180 Grad eingestellt zum Vorheizen. Und jetzt kommt einfach der Rest noch dazu, wie der Quark. Dann das Puddingpulver. Etwas Kurkuma, aber nur wenig. Und in meinem Falle noch ein bisschen Vanillegeschmack. Und das verrühren wir jetzt. Und jetzt füllen wir das Ganze auf den Boden. Und jetzt habe ich hier noch eine Schüssel mit Wasser, einfach damit der Teig hier nicht so arg an den Fingern klebt. Und dann zupfen wir uns das einfach, wie das halt so klassisch beim Zupfkuchen ist, einfach so ab. Und stopfe das Ganze da hinein. So, und jetzt sind wir schon so weit. Jetzt kann das Ganze nämlich ab in den Ofen. So, da sind wir wieder. Und zwar
Das Ganze war jetzt 50 Minuten im Ofen, dann habe ich es ungefähr so 15 Minuten noch auskühlen lassen. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Also macht's nach, lasst euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!